Ich will die ganz große Show, etwas, was noch niemand bisher geboten hat. 1964 hatte Eddie Wilson die härteste Rock'n'Roll-Band im ganzen Land. Eines Nachts stürzte sein Wagen von einer unbeleuchteten Brücke in New Jersey. Seine Leiche wurde nie gefunden. Ich glaube, Sie verstehen nicht. Die Cruisers starben, als Eddie starb. Sie glauben doch nicht wirklich, dass Eddie noch lebt, oder?